weil Vereine sich damals auch nach den Bevölkerungsschichten gerichtet haben und die meisten Fußballvereine kommen ja aus Arbeiterschichten. Und das waren halt die Roten. Ganz kurz gucken. Da gehört er hin. Links außen Sturm. Also manchmal. So, auf rechtes Mittelfeld habe ich eigentlich Offensivmittelfeld und Zentralmittelfeld. Ah, nee, ist alles richtig. Links Mittelfeld. Das ist natürlich schwach, weil wir haben dafür keinen. Und Rechtsmittelfeld könnte auch mehr leisten, wenn er offensiv wäre oder zentral. Einfach durch die Mitte spielen. Ja, das Hahn noch nicht fit ist, ist echt kacke. Besser eine gelbe Karte als ein Konter. Ihr seid heute in der Pflicht, so geht es nicht weiter. Wutansprache. Belohnung kriegt ihr nicht für das Spiel. Nee, wir gehen nicht so hart rein. Das macht keinen Sinn. Ach, ein Traum. Träumchen. Super Träumchen. Da haben wir gesehen, wie der Trainer angepasst hat. Springt nur so hoch, wie er müsst. Ach, gelb-rote Karte für den Gegner.
Hildebrand, das Spiel deines Lebens, du spielst super. Den Platzek, den lobe ich auch viel zu selten. Da sage ich, du spielst gut. KI versteht Bruce Taktik nicht, direkt keinen Bock mehr. Wir machen jetzt keine Anpassungen. Und übrigens ist die Taktik gar nicht verkehrt, wenn du durch zentral Mittelfeld spielst. Sehr schön. Ich denke mal nicht, dass sie 4 Tore aufholen werden. Verletzung beim Gegner ist auch in Ordnung. Wir lassen es ruhig angehen. Ist auch richtig so, weil der Hahn noch nicht ganz fit ist. Und noch eine Gelb-Rote für den Gegner. Immer gut, wenn es mich nicht trifft. Das ist okay, das habe ich gegönnt. Eine Niederlage im Derby ist immer bitter, aber an diese Klatsche werden sie sich noch viele Jahre erinnern. Ohoho. Kein Interview bitte, danke. Sehr gut, das ist unser zukünftiger Jugendspielerstar. Brasilien mag mich wieder ein bisschen mehr. Der Rot-Weiß Essen verliert Mitglieder und hinterfragt Agentur. Marketingkampagne geht nach hinten. Los. Toll. So, Torriecher. Der Cedric Harenbrock. So, Hahn ist diesmal ein bisschen fitter und es sind so viele wieder gelb vorbelastet, dass ich einfach nur kotzen will. Aber so ist das manchmal. Wir lassen jetzt aber den Svetlana aufs Feld. Unser zweiter Innenverteidiger auch wieder verfügbar. Linksaußensturm ist da, Rechtsaußensturm ist da und der normale Sturm. Die beiden offensiv, obwohl der Konde ja eigentlich Zentralmittelfeld ist, nicht schlimm. Bisschen versetzt darf der spielen. Wobei, lass uns da lieber in Harenbrück einsetzen. Und du bist auf deiner Position mit defensivem Mittelfeld und dann sollte das eigentlich schon hinhauen.
wir lassen das hier eingestellt. Egal, was der Co-Trainer sagt. Also für die eingestellte Härte. Da habe ich zu wenig drauf geachtet. Ja. Sehr schön. 45 Minuten passiert einfach gar nichts. Bringe ich zwar nicht weiter nach oben in der Tabelle. Nein! Keine Verletzungen! Warum nicht wieder auf einer Position, wo ich nichts machen kann? Zieht es einfach über die Zeit. Wie kann, vor einer Minute hat er den Ball in der Hand gehabt. Wie kann es wieder Ecke geben? Also manchmal hat man im Spielplan auch drei Spiele gegen zweistellige Vereine. Dann nutze ich immer die Gelegenheit und forciere teilweise gelbe Karten, um im nächsten unwichtigen Spiel Sperre zu haben. Schön, dass ich jetzt auf den Chat geachtet habe. Ich hätte es nicht verändern können, da ich ein Gegentor kriege, aber es ist so ekelhaft. Vor allem, weil es mich einfach voll anpisst. Normalerweise spiele ich durch die Mitte, habe aber jetzt auch vorhin im Diskussionstab die Info gesehen, dass ja alle Moves einfach nur gescriptet sind, also es total egal ist, was du für eine Taktik machst. Zentral oder an den Seiten vorbei, die flanken eh mal rein. Also ich habe gar keine Außen, trotzdem geht's über die Außen. Meine Güte. Wenn ich gegen Strahlen gewonnen hätte, hätte ich nicht das Problem.
Ja, ich habe Außenstürmer. Ist ja gut. Kannst auch nicht so spielen. So lasse ich es erstmal stehen. 5-4-1 und auf Konter spielen. Das bringt ja nichts. Ich hab ja zu viele Stürmer. Ich habe lustigerweise wirklich eigentlich zu viele Stürmer. Und zwar reine Stürmer. Nichts Linksstürmer, Rechtsstürmer. Oh nein. So, Baxat, was ist mit dir los? Warum hast du keine Form? Weil deine Kondition nicht gut ist. Warum ist der Bonner SC eigentlich so hoch eingestuft, wenn seine Teamstärke so schwach ist? Und Hauptsache, alle sind gelb vorbelastet. Er meinte 5 Stürmer, 4 Mittelfeld, 1 Torwart und ein Balljunge. Nein, das ist keine Taktik. Was ist denn los mit euch? Habt ihr heute zu viel Fußball geguckt oder was? Chat ist ja außer Rand und Band. Mein eigentlicher LAV ist ja platt. Deshalb steht der Käfke, der Sturm ist ja links. Na gut, heute brauchen wir ganze Kerle. Eure Eltern werden heute stolz auf euch sein, aber nur wenn ihr gewinnt. Wenn ihr verliert, seid ihr Versager und eure Eltern werden euch hassen. Ja, zeig den Dreck, wo der Hammer hängt, ey. Damit wären wir schon auf 4 zurück in der Live-Tabelle. Boah, Engelmann, du machst einen Kopfball. Deine dämliche Schwäche eigentlich. Abgefälscht, Eigentor. Bonner SC nimmt sich selbst auseinander.
Und noch ein Elfmeter für uns. Hahn läuft und schießt Tor. Engelmann! Ja, fress die Scheiße. Aber vor allem ist es so schrecklich. Der Bonner SC war so lange Zweiter und Erster und schießt mich tot. Und das wird dann so ein Spiel. Ich hasse es, ey. Fußball ist einfach nur so eine abgefuckte Kacke. Und in der Statistikberechnung ist es noch schlimmer. Und dann spielst du wieder gegen den 15. Platzierten in der Liga oder sonst irgendwas und kriegst einen auf die Fresse. So wie gegen MSV Duisburg 2. Boah, Engelmann, dich muss ich auch loben. Schon alles okay. Müsste es auch nicht mehr so einen Stress machen. Hört der Bonner SC jetzt noch in 20 Minuten oder so zig Tore geschossen, wäre es ihr Verdienst gewesen. Und da ist das nächste. Es wird nicht mehr gewechselt. Ich hab nichts zum Wechseln. Also ich habe schon ein paar Sachen zum Wechseln, aber keine Unterwäsche mehr für heute. Hat den trainingsfreien Tag versprochen, ne? Nicht schlimm. Kriegen die. Dann wird der Sonntag halt frei. Ich hoffe, das zählt dann noch. Also Trainingsziel erreicht kurze Pässe. Beziehungsweise er hat die Schwäche kurze Pässe ausgemerzt. Da du im Sturm bist. Na komm, lern mal Schusskraft. John Zwettler musste ein Training mit Rückenproblemen ab. Und den kenne ich ja, weil der aus der Jugendarbeit kommt und ist 18 Jahre und bricht das Training wegen Rückenproblemen ab. 3 Wochen.
Jetzt darf nur nicht mein Torwart ausfallen. Meniskusabriss. Warum sind wir nie wild entschlossen? Wir sind immer nur zu allem bereit. Und es passiert nichts. Die einzigen beiden, die ich ein bisschen loben kann. Eingewechselt und Tor geschossen. Weit zurück, Engelmann schießt. Keine unnötigen Verletzungen bitte. Alemannia Aachen scheint schon die Lust verloren zu haben. Vor allem jetzt, wenn Ponitschew dann noch einen reindrückt. Nee, einer kommt nicht noch, aber es reicht. Ha, alles richtig beantwortet. Aber es ist halt 50-54. Borussia bin ich ja gerade vor, 61 Punkte, 11 Punkte Unterschied. Und wir sind beim 27. Spieltag. Also ich kann nur mein Saisonziel erfüllen. Da muss ich versuchen, mit den Transfergeldern im nächsten Jahr ein bisschen was aufzufüllen. Also ein bisschen mit den Sponsorengeldern. Bei Prognose Saisonende 5,5 Millionen.
machen wir so das Training mal von der Jugend an. Ja, sie freuen sich, dass ich das Training beobachte. Bis sie rausfinden, dass ich Jordepower heiße und pädophil bin. Muhahaha, das verstehen da nur Leute, die Jordepower kennen. Und er ist es natürlich nicht.